Somit hallo mein Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und der Double, Danny, zu The Devil Ja, and Me. Davi, hi, ich bin Davi, let's go. Ich wollte Danny und Devil and Me zusammen sagen. Ja, ich merke schon, ich habe einen neuen Namen. Die kennt mich gar nicht, ich bin einfach random. Ich hab dich einfach mal umgetauft. Ab auf die Insel. Oh, sorry. Das war ich. So. Ah. Abgerutscht mit den Fingers. Mit den Fingers. Da war da noch gerade irgendwer in Gelb. Bitte bleiben. Irgendwer war da, ja. Das gilt für alle. Ist das hier gefährlich? Nein. Unfug. Hört sich nämlich nicht so an. Es ist ja, absolut die jetzt so sicher. Gedämpft, dann. Aber bei wenn dir sich auch? Jemand verletzt, dauert ja. Es bis Hilfe kommt. Ich dachte, das wäre also nur bei mir. Vorsicht. Nein. Ihr Gott. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich... Ich hoffe, das ändert sich gleich. Ich hoffe auch, ansonsten müssen wir gleich mal in die Einstellungen gehen. Ich bin genervt. Ich war nicht auf eine Wanderung vorbereitet, Mr. Ich glaube nicht, dass sich das ändert. Das ist ein kurzer Weg. Dauert nicht lange. Oder? Hast recht. Vor allem, die sind noch am Reden und der Ton ist einfach weg. Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Bitte. Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell. Da schon wieder. Mark, hol deine Kamera. Weg. Nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit, Erin. Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambold. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und Kat, wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Warum war das denn am Anfang so blöd? Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Wahrscheinlich ein Fehler vom Spiel oder so. War ja richtig nervig. Aber immerhin, da, das ist da ist wieder ein Gelb. Mr. Dumet ist ganz schön streng. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Der ist ganz neugierig, wa? Au! Mein... Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Oh, ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wie konnte ich das vergessen? Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Oh, haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los. Ich erkläre es dir später. Die scheint Hast du wieder im Schauspielunterricht? Ja, ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Das perfekte Team. Oh ja. Wir hätten jetzt nicht auch so auseinanderziehen können.
Quatsch, das wäre ja viel zu langweilig. Erkundet die Insel, okay. Du bist bei mir, ne? Du bist die da vorne. Ja. Ne? Du bist Kate. Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Nee, ich also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Da ist was. Uns beide. Okay. Ein Schuh. Sag die Wahrheit. Oh. Kann man die Show noch retten? Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Information findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Super. Was geht denn? Privatsitz betreten, verboten. Wo bist denn du hin? Einfach nur ein Stückchen weiter. Ich würde sagen, hier rüber. Meinst du nicht mal, kann man hier gucken, ob der Tor aufgeht? Ich denke nicht. Weil da leuchtet's. Echt? Bei mir hat nichts geleuchtet. Hier. Kommt zurück. Ach nee. Da ist eine Münze auf dem Boden. Ja, guck mal, zum Glück. Nice. Haben wir noch eine Münze. Jetzt haben wir schon zwei. Yay! Wie war das nochmal? Ja, ich muss mal drücken. Achso. Ich muss X drücken. Ich muss Leertasten drücken. Wie ducke ich mich? Ich den Kopf stoßen. Okay. Hier ist sonst nichts, ne? Also wenn ich vom Killer wegrennen muss, ne, bin ich ja voll hoffnungslos. Also ich bin tot. Ja, ich auch. Was muss ich drücken? Ah, X. Okay. Kommst du da durch? Oh, wo bist du hin? Hallo? Ich bin ja in der Sackgasse. Hier ist nix. Hä? Du warst bei mir noch auf der anderen Seite. Hä, ich bin doch schon längst hier drin. Hi. Du warst bei mir auf der anderen Seite. Ein bisschen anders gegen diesen Baumstamm gelaufen. Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Aber warum? Wir sind doch sportlich. Und rüber. Oh Gott, balancieren. Nicht runtersehen. Kein Ding. Entspann dich. Nein, 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 nein! Jamie? Alles gut, schrei nicht so. Brauchst du Hilfe? Nein. Ja, mein Ego ist angekotzt. Ich hab die meiste Zeit gar nichts gedrückt. Cool. Ich hab gedrückt, aber das hat nicht anerkannt. Ich drück doch nach da! Drück doch zur Seite, was willst du denn mehr? Ich schaff das noch. Und wie fandst du eigentlich das Video, wo du geflogen bist? Sehr gut. In Part 1. Ich schwöre, du warst besessen. Ich guck auch weg. Guck. Ja, meinst du, das bringt jetzt eher was, ja? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht warum, aber. Nichts. Irgendwie will das nicht. Oh. Nee, ich drück zur Seite, aber. Die lässt sich trotzdem zur Seite, zur anderen Seite fallen. Setz mich mal hin. Mach das. Ich versuche jetzt nochmal rüber zu kommen. Wäre schön. Jetzt fahr ich auf die andere Seite, oder was? Nein, 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 nein. Ey. Ich war so nah. Ich balanciere jetzt mit der Tastatur. Schöner Sprung. Ja, ne?
Ach, kann ich gar nicht mehr wechseln. Das ist okay, ja. Vielleicht ist das der Weg. Ja, das ist auch der Weg, aber wir dürfen halt nicht rüber. Das ist das andere. Guck mal, ich drück, ne? Die nur nach da, aber die lässt sich immer nach da fallen. Drei Tage später. Ja, so nah. Du warst doch quasi drüben. So nah. Ich guck jetzt ganz weg. So. Und dann lässt sie sich wieder auf jetzt die Falte sein. Ich geh mich schämen. Ja, ich mich auch. Herumstehen okay. Bringt nichts. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann nicht einfach alleine weitergehen. Oder? Nein, guck mal, die fällt schon wieder. Die fällt schon wieder. Nein, ich wollte da nicht hoch. Du bist ja wirklich wieder weg. Ja, ich dachte doch, die fällt schon wieder. Die lässt sich die ganze Zeit zur Seite fallen. Ich habe es, ich habe es, ich komme, ich komme, ich komme! Ja, mal. Ich bin da! Wir können weiter. Vielleicht ist das der Weg. Ich hab's geschafft. Endlich. Wo bist denn du? Einfach weiter durch. Du kannst ja nicht. Ich bin auch direkt vor dir. Ich kletter jetzt hier hoch. Warte auf dich. Hä? Ich seh dich nicht. Du kommst doch da. Da, Räuberleiter! Du warst bei mir nicht da. Zieh mich hoch. Okay, weiter geht's. Leben Sie hier draußen auf der Insel? Runter! Warum muss ich runterdrücken? Meine Frau ist. Ja, vor allem, wie kann ich mich verstecken? Wie drücke ich mich denn runter? Ja. Mr. Dumet, ist das eine echte Palme? Das war ja. Wurde die hierher verschifft? Ich habe auf jeden Fall nach unten gedrückt, ist nichts passiert. Ich habe einfach gar nichts gedrückt, vielleicht deswegen. Weil ich nicht wusste, was ich drücken muss. Bei mir war so ein Pfeil nach unten, aber. Ja, bei mir auch, aber ich spiele mit Controller, deswegen war ich verwirrt. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Charlie hat uns geholfen, auch wenn unsere Freundschaft dadurch untergeht. So, da müssen wir rüber. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist. Ne. Verschlossen. Du gehst schon da lang? Was ist denn hier drüben? Irgendein totes Tier. Das ist mal eklig. Wow, mehr sagst du nicht dazu, ja? Hier ist anscheinend nix. Sieht aus wie ein Eichhörnchen-Rattier, beides zusammen. Ja, was ist hier drinne? Ich habe gehört, du bist auf Wohnungssuche. Ein Bild. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Im Haus. Ach so. Dem kleine Hütte. Okay. Ich habe ein Bildchen gesehen. Ach, hier ist das tote Vieh. Alter! Alter! Du darfst wenigstens mehr als ich. Oh, ein Foto. Was stand vorne drauf? Mittelmeerkreuzfahrt 21. Was ist jetzt passiert? Ich habe mir gerade Verbindung unterbrochen. Ja, irgendwie. Die ganze Zeit gerade.
Ich glaube, wir fliegen gerade raus. Die beiden Videos. Ja. Bin ich hier wieder. Bei dem Bild bin ich. Aber ich kann es mir nicht nochmal ansehen. Ja, ich konnte es gar nicht zu Ende sehen. Mist. So, dann nochmal hier das Bild. Kannst du dir das nochmal ansehen? Nee, ich war da. Da ist nichts zum Ansehen. Bei mir. Ein Beobachterguide über die Vögel der britischen Insel. Ein gründlicher Guide zu den Vögeln, die auf den britischen Inseln leben und dorthin ziehen. Bestimmen Sie die Vögel anhand von Farbfotos, entdecken Sie, wo Sie die einzelnen Arten finden können und erfahren Sie von erfahrenen Vogelbeachtern mehr über Ihre einzigartige Persönlichkeit. Persönlichkeiten. Sobald Sie einige gefiederte Freunde gefunden haben, können Sie Ihre eigene Beobachtung mithilfe des praktischen Notizteils machen. Halten Sie auch Ausschau nach unseren anderen Publikationen, darunter Die Welt gehört den Vögeln. Auf den Spuren der begehrtesten Vögeln der Welt. Ein Leitfaden für Reisen durch Großbritannien und darüber hinaus auf der Suche nach den bemerkenswertesten Vögeln der Welt. So, dann öffne mal die Tür. Ging ja einfach. Vielleicht ist das der Weg. Anscheinend hat Dumet eine Familie. Schön, dass du was zum Bild sagst und ich aber nicht. Da kannst du mal sehen, wie herzlos du bist. So, dann darüber, ne? Hast du gesagt, müssen wir? Nee, ich war da gerade drüben. Ich weiß aber nicht, ob es da weitergeht. Okay. Ich habe nichts gesehen. Also ich habe jetzt nicht großartig geguckt, aber... Gefunden hast du nichts? Ich wüsste jetzt nicht... Achso, wir müssen darüber klettern. Okay. Ne, gesehen habe ich da nichts. Ach, geht doch! Diesmal darf ich. Wir werden schon wieder beobachtet. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Versuchen. Was ist denn hier? Oh, ich habe eine Münze. Nice. In der anderen Lücke war nichts. Ich habe eine Münze, du hast schon zwei. Bei mir wird nämlich nur eins angezeigt. Ich denke mal, dass jeder für sich selber anscheinend dann sucht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eben nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Was bei mir jetzt stand. Ja, aber dann sonst hätte da ja jetzt drei stehen müssen. Und nicht nur eins. Da ist wieder ein Tor. Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Ach so, wir müssen das Auto bewegen. Was ist das hier? Siehst du die Schalttafel? Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. Ich bin hier oben. Hier ist eine Leiter. Kannst du da hoch? Ja, da bin ich auch hoch. Ich habe noch eine Münze. Jetzt haben wir 2-2. Ich würde gerne wissen, wenn du jetzt... jetzt haben wir 6. Jetzt stand da gerade 6. Oder sind das verschiedene Münzen, die man sammeln kann? Ach, du machst den Strom gerade an. Ja, ich habe keine Ahnung, wo du hin bist. Ich habe die Münze gesammelt. Okay. Nochmal, ich weiß trotzdem nicht, wo du bist. Ja, jetzt gehe ich wieder ich jetzt hier zurück. Raus? Kann ich jetzt das Tor öffnen? Ja Mann, von da kann ich das Tor öffnen. Ich kletter gerade die Leiter wieder Glaubst runter. Glaubst du kriegst es zum Laufen? Klar, krieg ich es zum Laufen. Das da. Hm.
sehe gerade gar nichts. Ich mach das einfach mal so. Nein, okay. So war schon mal falsch. Dann so. Verdammt, bin ich gut. Naja, gedauert. Hallo? Hallo, ich war doch schon hier oben. Und Tochter. Wie schön wir uns abwechseln. Ja, ne? Teamwork. Was ist da? Hörst du das? Oh Gott, jetzt müssen wir wieder irgendwas drücken und ich habe keine Ahnung was. Ich auch nicht. Verstecken, ja wo denn? Hier, hinter. Ah, ich wollte mich da gerade verstecken, Mist. Ich war zu langsam. Der Pfeil zeigt einfach nur, wo du dich verstecken sollst. Mir wurde gar nichts angezeigt. Wir hätten uns hier hinter verstecken sollen. Okay. Und dann hätte ich Q drücken können. Jetzt hat er uns natürlich gesehen, egal. Ja, ob das wohl egal ist, weiß ich nicht. Nee, weil wir es nicht mehr ändern können, egal. Ach so. Nicht, dass uns nichts passiert. Was liegt denn? Hallo, hier hat es doch gerade geleuchtet. Echt, bei mir hat nichts. Na doch, da. Ja. Ein Absatz vom Schuh. Ach so, hier waren wir doch schon. Oder wie? Oder ist das der zweite Nein. Absatz? Das ist nur ein Absatz. Vielleicht der andere Schuh. Kein Schuh, ist nur der Absatz von dem Schuh. Ach so. Das waren mal Stöckelschüchen. Hey! Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben, klar? Kate. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen. Kommst du? Aha. Hast du Höhenangst? Vielleicht. Ja. Das wird schon. Der Typ gibt Millionen für ein Sicherheitssystem aus. Da wird er sich bestimmt eine sichere Brücke leisten können. Und hey, selbst wenn du abstürzt. Guck mal, das schöne, weiche Wasser. Wie es sich an die scharfkantigen Felsen schmiegt. Moment. Ist da unten ein Skelett eingeklemmt? Du bist so gemein. Aha, Scherzkeks. Jetzt geh schon. Das ist verdammt steil. Geht's? Wie nett wir doch alle sind. Oh Mann. Ich bin auch du mal einfühlsam. Das. Blick nach vorn, nicht nach unten. Ist okay. Voll einfühlsam. Wirklich? Ja. Meins war auch nicht besser. Da stand beruhigen. Das oder ist Wasser provozieren. Da unten. Und du kannst schwimmen. Und die Brücke sieht stabil aus. Soweit. Ich helf dir. Komm schon. Und ich hab beruhigen genommen und dann erzählt die hier mit Scharfkanten. Genau so. Mhm. Voll beruhigend. Siehst du? Geht doch. Ich seh nicht hin. Nicht runtersehen. Klar. Guck. Geht doch.
Danke. Du hast mir schon immer durch solche Scheiße geholfen. Wir sollten Mr. Dumet einholen. Waren die Matzen? Na komm, da funkt es doch irgendwie ein bisschen. Wo sind denn alle? Tut mir leid. Typisch. Na los, keine Ahnung. Wir vergeuden Zeit, Leute. Weil der sagt, du hast mich schon immer... Oder sind die zusammen? Ja, ich glaube, zusammen sind sie nicht, so wie sie sich benommen hat. Direkt die Hände loslassen. Na, wenn dann eher so Ex-mäßig, Ex. Oder? Wow, Mr. Dumet, was für ein fantastischer Ort. Ja, vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Hallo. Wer bist du denn? Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Vermutlich Dumets Tochter. Vielleicht kennt sie dich aus dem Fernsehen und kommt jetzt runter für ein Autogramm. Vielleicht. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Mann, das ist genial. Wow. Ja, schlimm. Sieh nur. Das wir sagen noch Hallo im Hotel. Fantastisch. Das Yay. Ist heftig. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Und das auch. Wir sind nicht vollzählig. Keine gute Idee, Leute. Nicht eintragen. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Kate Schminkhofer bremst alles aus. Aaron, Zigaretten. Blauer Rucksack. Machen Sie sich frisch. Wir sehen uns dann zum Abendessen. Um 8. Mr. Dumet, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist einfach fantastisch. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Gruseliger Schaukelstuhl. Oh, da das bist ist das du, Bild, ja. Was man eben gesehen hat, oder? Arbeit, Arbeit. Die Frau im Stuhl. Arbeit. Ja. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Das stimmt. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Okay, ihr Lieben. Das war dann somit Part 2, würde ich sagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und in irgendeinem anderen Video, hoffentlich. Aber natürlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.